Die Radio Hamburg News Show. Die witzigsten Nachrichten der Stadt. Mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Guten Tag. Es muss ja nicht immer Corona sein, was einen verzweifeln lässt. Es gibt ja auch ganz alltägliche oder noch alltäglichere Dinge, wie zum Beispiel eine schlichte Nudel- oder Reisverpackung, die einen zur Verzweiflung bringen kann. Oder Olli Hansen? So ist das, Peter. Mir ist letzte Woche der Kragen geplatzt. Ich wollte mir Reis kochen und kaufe mir im Asialaden so ein halbes Kilo Basmati-Reis. Der hatte extra so eine Klebelasche, damit man ihn wieder verschließen kann. Eigentlich schlau, weißt wie ich mein? Ja, kennt man. Ich ahne auch schon, was jetzt kommt. Genau. Ich versuche also diese extrem störrische Plastikverpackung ganz vorsichtig von beiden Seiten mit Daumen und Zeigefinger aufzureißen. Irgendwann gibt die Verklebung auch nach und die Packung geht einen Spalt breit auf. Beim Versuch, die Öffnung möglichst waagerecht hinzukriegen, passiert das, was immer passiert. Der ganze Mist reißt senkrecht nach unten ein und der Reis rieselt munter auf den Fußboden. Peter, jetzt meine Frage. Welche Sadisten denken sich so eine Verpackung aus? Bei Nudeln genauso. Nur nervt das doch nicht so krass, weil die größer sind als Reiskörner. Mein Verdacht ist, dass das alles gewollt ist. Es ist vom Hersteller beabsichtigt, dass man die Hälfte verkippt und wegsaugen muss, damit man schneller wieder eine neue Packung kauft. Lass so machen, ich mache jetzt noch einen Versuch mit einem Skalpell. Dabei lasse ich mir von einem Unfallchirurgen zeigen, wie man einen geraden Schnitt in die Packung kriegt. Wenn der das auch nicht schafft, kaufe ich nur noch den Reis, der schon in den kleinen Beuteln kochfertig abgepackt ist. Sollte ich damit besser klarkommen, melde ich mich nochmal und habt ihr das exklusiv, okay? Ja, vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Burmeister. Neue Regierung. Ampel will Cannabis zu Genusszwecken freigeben. Ja, was macht denn mein Bruder dann? Für den ist das ein Vollzeitjob gewesen. RKI, Institutschef Lothar Wieler empfiehlt, doppelt geimpfte und geboosterte Bürger zusätzlich in Folie einzuschweißen und 3 Monate im Vorratsschrank aufzubewahren. Müllaufkommen, jeder Deutsche verursacht 227 Kilogramm Verpackungsmüll im Jahr. Einen besonders hohen Anteil daran haben Internetbestellungen. Ja, was für ein Quatsch. Ich habe noch nie Verpackungsmüll im Internet bestellt. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Montag, dem kleinsten Freitag der Woche. Das war's von uns. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie doof. Wir sind's schon.